Punkt 12 Uhr heißt es hier in Oberhausen, in die Küche, fertig, los. Denn schon anderthalb Stunden später gibt's Mittagessen in der Mensa der Gesamtschule Weierheide. Bis es soweit ist, haben die Schüler alle Hände voll zu tun. So auch er, Silas Wetzel. Der Neunklässler ist heute fürs Panieren zuständig und gerne mit dabei. Einerseits koche ich zu Hause sehr gerne und backe auch sehr gerne. Und andererseits fand ich das immer eine coole Idee mit der Schülergenossenschaft. Denn die schmeißt hier den Laden, heißt, die Jugendlichen managen alles selbst. Sie planen, schnibbeln und spülen zweimal die Woche. Die Idee ist aus der Not heraus entstanden, denn um das Essen in der Schule hatte sich sonst eine Mutter gekümmert, doch die musste krankheitsbedingt aufhören. Jetzt stehen viele kleine Köche in der Küche, mit Leidenschaft, obwohl ihnen eine Aufgabe so gar nicht schmeckt. Das Abspülen nach dem Essen macht manchmal weniger Spaß, aber ist halt so. Abwaschen in die Spülmaschine und dann abtrocknen. Das ist Abwasch und die Mensa sauber machen. Die Genossenschaft kann aber mehr als nur Mensa. So kümmert sie sich auch um den Schulkiosk, produziert eigenen Honig und kümmert sich um den Schulgarten. Die Ernte kommt dann auch beim Mittagessen zum Einsatz. Heute gibt's übrigens einen knusprigen Chickenburger. Das ist aber eher die Ausnahme, so Pauline Horstmann. Die ausgebildete Köchin steht den Kids mit Rat und Tat zur Seite. Wir machen auch viele Salatbowls oder mal türkisches Essen oder also ganz quer durch den Garten. Je nachdem, Hühnerfrikassee, gut bürgerlich, Linseneintopf, Möhren durcheinander. Wer glaubt, die Schüler vernachlässigen hier ihren Unterricht, irrt, denn das hier ist Unterricht. Für den gibt's am Ende sogar eine Note. Und auch sonst hat hier alles seine Richtigkeit. Wir müssen alle Belege, alle Abrechnungen, wir müssen eine Buchhaltung führen. Da gibt es auch zwei Schüler, die das übernommen haben. Also das geht hier alles mit rechten Dingen zu und wir müssen wirklich jeden Cent nachprüfen, wo der auch bleibt. Um 13:30 ist dann Essenszeit angesagt. Neben dem Burger gibt es zum Nachtisch Obstspieße. Außerdem ist ein Glas Wasser inklusive. Menüpreis 3,90 Euro. Da schlagen nicht nur Schüler, sondern auch Lehrer zu, wie zum Beispiel die Schulleiterin. Das ist schon ganz, ganz toll, was die hier gemacht haben. Und ich weiß auch, dass die Zutaten immer ausgewählte sind. Von daher kann ich hier auch mit gutem Gewissen essen. Es ist der Beweis, viele Köche verderben halt doch nicht immer den Brei. Ganz im Gegenteil.